Dann ist da noch einer. Aber der Verbindungsmarker wäre schlauer. Wo ist er hin? Da hinten. Den sollten wir immer zuerst töten, weil sonst sehr gefährlich werden können. Tschüss. Noch einer da? Da hinten. Ach nee, das ist ein Spinn. Das heißt, das Lager ist auch ausgehoben, so wie es aussieht. Yep. Aber die Spinnen wollen natürlich noch mitkämpfen. So. Ja, ich denke auch, dass wir hier rüber zu dem Riss kommen. Hier dann hoch. Es wirkt nicht so steil. Als würden wir hier nicht hochkommen können. Yep. Das ist vollkommen okay. Ah, die Felszunge. Von sowas möchte man nicht abgeleckt werden, aber... Oh, es ist unter uns. Das ist direkt dazwischen. Nicht unbedingt praktisch. Wohl doch eigentlich irgendwo schon. Wenn ich nicht runtergestoßen werde. Aua. So. Oder runterfalle aus Versehen. Was soll's, kommen. Obwohl, doch, wenn er jetzt so da wegrennt, können wir ihn super treffen von hier oben. Treffe ich nicht mehr? Ist er zu weit weg? Oh, damit treffe ich auf jeden Fall noch. Irgendwie ist das auch langweilig. Ich glaube, ich gehe jetzt runter. Auch wenn es ordentlich weh tut und na, sofort drauf gegangen. Na klar. Toll, dass er die Fähigkeit genau in der Sekunde verwendet hat, wo ich hier runtergefallen bin. Kommt der Rest jetzt mit runter? So, also jetzt müsste ich erst weiter weggehen. Oh super, der hat auch noch was. Natürlich ist hier noch einer von denen dabei. Au, schon fast wieder tot, wow. Super, das hätte ich also lieber nicht machen sollen, weil das nicht funktioniert. Weil sie sich einfach nicht... Jetzt teleportieren sie sich runter. Und super, rübergewechselt und tot. Wie muss das funktionieren? Komm. Komm schon. Wartet mal. Ab geht's. Muss ja... Wie die immer abhauen, ey. Sarah aufheben. Zack. Wie auch immer Dorian hier hinten umgefallen ist. Ja. Du war Fallschaden in dem Fall hier. Sehr unglücklich. So. Wo ist... Oh, es sind zwei von denen, super. Erstmal auf den konzentrieren. So. Weg ist das. Oh, wow, es sind drei von denen. Wollte mich verarschen. Okay, da fällt mir aber was ein. Scheiß drauf. Verreckt alle. So. Oh, da lebt noch irgendwas. Was? Ich bin mir nicht sicher, was hier los ist. Zack, da sind sie alle weg. Was auch immer das gerade war, das war so ein bisschen rumgeglitsche. Gewollt oder ungewollt. Sehr merkwürdig. Egal, das war irgendwie gerade sehr, sehr cool, wie stark seine Fähigkeit doch ist. So. Amulett der Ausdauer. Nicht schlecht. Was hatten... Seraph 1?
Verteidigung nach vorne. Minus 50% Schaden bei Flankenangriffen? Ist das so schlau? Also ich verstehe jetzt nicht, ist das unser Angriff? Ich denke mal ja, ne? Also wenn ich sie frontal angreife, macht das mehr Schaden, als wenn ich sie von der Flanke aus angreife, oder wie? Das erklärt so einiges. Geben wir ihm mal lieber mehr Ausdauer. Weil von der Flanke weniger Schaden machen, ist eigentlich mehr so für Krieger, die direkt auf jemanden zugehen. Sinnvoll. So, jetzt haben wir aber auch alle Sachen gemacht, außer diese Scherben-Sachen. Können wir hier mal zurück. Und ein paar Dorfbewohner fragen, was los ist. Mit der Ausgestoßenen da. Ich meine, es scheint ja so, als wäre sie einfach gegangen, weil sie auf irgendwas keine Lust hatte. Aber vielleicht finden wir heraus, was das ist. So, wo sind denn hier die nächsten Dorfbewohner? Da hinten sind ein paar. Ich glaube nicht, dass die gemeint sind, aber es könnte ja sein. Wie sieht's hier aus? Ja, Svara müsste das ja eigentlich am ehesten wissen, oder? Habt ihr eine Möglichkeit gefunden, die Mauer aus Eis zu überwinden, die die alte Festung der Harkoniten umgibt? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Harkon mit Emeridan zusammenhängt. Ihr sagtet, Harkons Fänge hätten vor Hunderten von Jahren schon einmal versucht, ihren Gott in sterblicher Gestalt zu binden. Ja, wieso? Wir haben auf unserer Suche nach Inquisitor Emeridan herausgefunden, dass er vor 800 Jahren hierher kam, um einen gewaltigen Drachen zu bekämpfen. Einen Drachen, der gemeinsam mit den Kriegern der Avar aus den Bergen kam, um die Flachlande anzugreifen. Passt auf jeden Fall gut zusammen. Euer letzter Inquisitor muss ein mächtiger Krieger gewesen sein, wenn es ihm gelungen ist, Harkon höchst selbst aufzuhalten. So. Und geschieht sowas oft? Nehmen die Götter der Avar häufiger sterbliche Gestalt an? Nein. Die Götter gehören in das Land der Träume. Und ob es nun ihr Wunsch ist, der sie hierher bringt, oder der irgendeines Auguren, es werden Schlachtentränen fließen. Die Skalden sagen, die Herrin des Himmels habe sterbliche Gestalt angenommen, als Tyrdar Strahlaxt die Avar erstmals in die Berge führte. Sie sagen viele Dinge über Strahlaxt und die Herrin. Ich habe immer Stahlaxt gesagt, aber heißt es Strahlaxt. Das tut mir leid. Okay. Und das verärgert euch nicht? Ihr seid nicht verärgert, dass unser Inquisitor euren Gott getötet hat? Er hat ihn nicht getötet. Das wäre einfacher gewesen. Und welchen Kampf auch immer euer Inquisitor beendet hat. Harkons Fänge hatten ihn begonnen. Ich finde nichts falsch an einem Krieger, der sein Volk beschützt. Das finde ich auch richtig. Verteidigung ist immer okay. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Gebt auf euch acht. Allerdings hat uns das jetzt nicht weitergebracht. Sie kann uns leider nichts sagen. Von einem Stammesmitglied. Ich meine, sie ist auch eins, aber anscheinend meinen die das nicht. Er wird kälter, als er sein sollte. Ich denke mal, sie meinen den... Also der Augur wäre irgendwie am sinnvollsten, ne? Der ist, glaube ich, hier Unsere oben. Gäste sind uns willkommen, solange sie ihre Waffen nicht ziehen. Und nichts passiert. Man kann also ziehen. Man sollte es nicht, aber... Stört sich niemand dran. Ich will das Ding weghaben, so... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier richtig sind. Hallöchen, Augur. Seid willkommen. Ich traf eine Ausgestoßene. Ich bin am Wald einer Magierin begegnet, die sagte, sie sei einst die Schülerin des Auguren gewesen. Sigrid Guldsdotten? Sie verließ den Stamm, als ich ihr sagte, sie müsse sich von ihrem Lehrer lösen. Seid ihr nicht ihr Lehrer? Wenn ich es wäre, hätte sie vielleicht auf mich gehört. Vielleicht aber auch nicht. Es ist an der Zeit, den Geist in ihr freizugeben. Sie ist besessen und ihr unternehmt nichts dagegen? Jeder Magier des Stammes bleibt so lange mit einem der Götter vereint, bis er stark genug ist. Ich war der Meinung, Sigrid sei stark genug. Es war ihr eigener Wunsch, den Stamm zu verlassen. Warum verließ sie den Stamm? Eigentlich haben wir das ja schon mitbekommen. Aber warum hat Sigrid den Stamm verlassen? Sigrid hatte am Ufer einen Altar für ihren Dankesritus errichtet. Er ist ein Ritual, um sie von ihrem Lehrer zu trennen. Sie sagt jedoch, die Götter hätten ihre Opfergabe verschmäht. Der Geist ist weiterhin ein Teil von ihr. Und sie verließ den Stamm. Hm.
Okay, Wiedersehen. Ich sollte mich verabschieden. Dann auf ein andermal. Ah, okay, jetzt müssen wir zur Ritualstätte. Da kommen wir aber relativ leicht hin, habe ich so das Gefühl. Muss einfach nur immer dem Weg folgen. Da können wir ruhig mal unser schönes Pferdchen nehmen. Ich weiß nicht, irgendwie gefallen mir die Pferde immer noch am besten. Unsere Gäste sind uns willkommen. Obwohl die Riesennacks auch ganz lustig sind. Das neue Dach ist hervorragend. Und die Elchwesen auch. Mir gefallen am wenigsten die Drakolisken. Die sehen so komisch aus. Ist irgendwie ungeheuerlich. So dürr und, naja. Einfach ungewöhnlich. Und das ist zwar nicht immer was Schlechtes, aber es ist ab und zu. Also es ist auch nicht immer was Gutes. Okay, zwei Sachen. Oh, es geht nach unten. Aua. Das ist der Ort, an dem diese Magierin Sigrid dem Auguren zufolge versuchte, ihren Geist freizugeben. Und scheitert. Es sieht aus, als wären die Zutaten für ihr Ritual noch hier. Sicher, dass sie das gemacht hat, was sie gesagt hat? Was haben wir hier? Das Gras ist niedergetrampelt. Hat hier ein Kampf stattgefunden? Nein, ich sehe Spuren. Ein Tier hat hier die Nacht verbracht. Dann sind sie vermutlich unwichtig. Da ist noch was. Ein Lyriumfläschchen. Wenn man nicht weiß, was man tut, erfordert es große Mengen Energie, einen Geist zu bannen. Warum ist das Fläschchen dann noch voll? Tja, das werden wir dann wohl gleich erfahren. Ups. Zack. Ach Mist, verklickt. Reisen wir da mal schnell zurück, das werde ich auf jeden Fall noch herausfinden. Mal sehen, ob sie es uns sagt. Ich nehme an, eher nicht. Es ist jetzt schlauer hier oben. Ich glaube, runterspringen ist schneller. Auch wenn es weh tut. Hier müssen wir links lang und dann immer weiter. So wie vorhin auch, aber wir könnten eigentlich mal kurz das Pferd holen. Komm. Das klappt schon. Hui. Höher, höher. Immer rauf hier. Na, oh, wirklich. Die sind... Das ist echt irgendwie störrisch, das Pferd. Obwohl es eigentlich eins der besten Reitpferde sein soll. Ihr seid also zurück? Ich weiß, warum ihr im Exil seid. Der Augur hat mir erzählt, weshalb ihr hier seid. Dieses Klatschmaul! Wie kommt er dazu, einem Flachländer davon zu erzählen? Erzählt mir mal von diesem Ritual. Was dieses Ritual betrifft, das ihr durchgeführt habt, Sigrid... Ich musste eine angemessene Opfergabe verbrennen und dann den Geist, der mich leitet, freigeben. Ich habe die Opfergabe dargebracht. Die Götter haben sie nicht angenommen. Aber die Opfergabe war unverbrannt. Ich habe an dem Altar einen Vogel und Weihrauch gefunden. Nichts davon wurde verbrannt. Ich hatte mehr mitgenommen, als ich brauchte. Als ich von dort floh, habe ich alles zurückgelassen. Sie wollten... Also auch das Lyrium, ja? Ihr hättet das Lyrium eigentlich zu Beginn des Rituals nehmen müssen, nicht am Ende. Ja, und? Das Fläschchen, das ich gefunden habe, war voll. Bezichtigt ihr mich irgendetwas, Fremder? Ich denke einfach, ihr braucht Hilfe. Es fällt euch vielleicht leichter, einem Fremden zu verraten, was geschehen ist, als eurem Stamm. Also erkennt sogar ein Fremder, welche Schande ich auf mich geladen habe. Ich habe die Opfergabe nicht dargebracht. Ich hatte alles vorbereitet und mit dem Zauber begonnen, um den Geist freizugeben. Und dann? Ich konnte es nicht tun. Ich habe im Stamm keine engen Vertrauten, keine Verwandten. Ich kann nicht auch noch meinen einzigen Freund verlieren. Oh. Bedeutet er euch so viel, ja? Ihr seid mit diesem Geist befreundet? Er lehrte mich mit Geduld und Freundlichkeit, seit ich ein Kind war und mich vor dem Feuer fürchtete, dass ich plötzlich herbeirufen konnte. Die Götter verändern sich. Die Götter können sterben und doch...
Ich will nicht den einzigen, der mich liebt, verlieren. Es ist sicherlich schwierig, aber ich glaube, es ist eine gute Idee, trotzdem. Es ist bestimmt schwer, eine derart einzigartige Freundschaft aufzugeben. Ja, das ist es. Aber ich habe einen Eid geschworen. Ach, ich denke, der Ogur wusste es. Er wusste die ganze Zeit über, dass ich das Ritual nicht durchgeführt habe. Es ist nicht richtig, mich weiterhin selbst zu bemitleiden. Ich werde es ihm gestehen. Oder eine Emissärin. Nee, ist schon eine gute Idee. Es ist das Beste so. Vielleicht wird euch der Augur ja helfen, euren Geisterfreund freizugeben. Ich brauche seine Hilfe nicht. Ich möchte ihn um Rat bitten. Lebt wohl, Flachländer. Tschü-tschü. Und damit haben wir den Stamm beeindruckt, was auch eigentlich gedacht war. Und was müssen wir jetzt machen? Muss ich mal kurz nachgucken. Kann sein, dass es abgeschlossen ist, ne? Frostgipfelsenke. Zack, zack, zack. Harkonsprüfungen. Vielleicht auch nicht. Meridans Spur. Harding können wir noch Bericht erstatten.